Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörspielfreunde, liebe Jan Tenner-Fans. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Ja, weiter geht's mit der nächsten Folge von Simeon Chrysomalis Hörspielreihe Jan Tenner, der neue Superheld. Und leider ist das jetzt auch ein kleiner Wermutstropfen, denn die hier vorliegende Folge 20 ist auch vorerst die letzte Folge der Reihe. Oder, naja, also am Schluss wird schon eine neue Folge angekündigt. Das heißt, es geht auf jeden Fall weiter. Aber erstmal ist Schluss. Das heißt, das ist auch heute erstmal auf unbestimmte Zeit das letzte Jan Tenner Hörspiel, das ich euch hier vorstelle. Obwohl, vielleicht stelle ich euch ja noch die Alten vor. Ja, bei der Resonanz, ihr wollt das ja alle sehen, dann stelle ich euch auch mal die Alten von Europa. Nein. War gar nicht Europa, war Karussell, oder? War mittlerweile ist es ja Kiddings. Kiddings, ich glaube, das war damals Karussell. Das hatte diese rot-gelb gestreifte, diesen rot-gelb gestreiften Spine. Aber ist ja auch egal, darum geht es ja gar nicht. Es geht um die neue Serie und um eine Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe, nachdem ich gesehen habe, wie sie heißt und um was es geht, weil es hier quasi ein Wiederaufleben einer Episode gibt, die ich damals unheimlich geliebt habe. Und wenn es nach mir ginge, würde die jetzt auch hier stehen, nämlich die Folgen 41 und 42 aus der klassischen Serie. Aber die sind leider im Keller gewesen und demnach mit der Flut von dannen gezogen. Gibt's also jetzt leider nicht mehr. Ich habe sie noch in digitaler Form auf dem Rechner. Kann sie mir also noch anhören, habe ich auch nochmal gemacht, einfach nur, um mich darauf einzustimmen. Deswegen gibt es jetzt auch einen Vergleich. Und um welche Folge es geht, das erfahrt ihr jetzt gleich nach dem kurzen Intro. So, ja, ihr habt es vermutlich sowieso schon in der Vorschau gesehen, auf dem Vorschaubild oder in der Textbeschreibung, die Folge, um die es heute geht, trägt den Titel Rückkehr ins Reich der Azarus. Und das Reich der Azarus, das ist diese mystische Unterwasserwelt, die das alte Jan Tenner Team oder das originale Jan Tenner Team damals in den 80er Jahren schon aufgesucht hat. Damals war es ein Zweiteiler, bestehend aus Im Reich der Azarus und Tempel des Todes, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Indiana Jones Film, der spielt auch unter Wasser. Und ich fand diese beiden Folgen damals unheimlich cool. Ich habe die unheimlich gern und unheimlich oft gehört, wobei die waren auch relativ kurz. Vielleicht ist das der Grund, warum ich die so oft gehört habe. Also es waren, also ich glaube, mit die kürzesten Episoden der Reihe. Und gut, diese hier ist jetzt auch nicht so lang wie die vorherigen, aber mit 47 Minuten Spielzeit trotzdem noch ja im Rahmen. So, um was geht es? Wir erinnern uns, der Silbervogel ist ins Wasser gefallen und, ach wisst ihr was, ich lese einfach mal vor. Ja, nicht, dass es am Schluss wieder Spoiler gibt, nein, ich habe diesmal vorher geguckt. Beim letzten Hörspiel hier, in Die Macht der Medusa, da wurde ja hinten drauf schon der Schluss gespoilert, was ich ja auch kritisiert habe. Hier ist das nicht so. Hier kriegen wir dafür eine Inhaltsangabe der letzten Folge. Also daher, wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, Achtung, dazu gibt es jetzt Spoiler. Dank Jan Tenners mutigem Einsatz konnte die Macht der Medusa von Westland und der gesamten Erde im letzten Moment abgewendet werden. Doch das nächste Abenteuer steht schon an. Was ist mit dem Silbervogel und Mimo? Jan und Tanja gehen auf Tauchstation, um Mimo zu retten und den Silbervogel zu bergen. Die zwei gelangen an die tiefste Stelle des Ozeans und treffen dort auf eine uralte, unglaubliche Zivilisation, die Azarus. Oh, wenn man das so hört, könnte man fast meinen, die waren noch nie da. Ja gut, also Jan und Tanja waren tatsächlich noch nie da, denn es geht ja hier um Jan Junior. Und Jan Senior, Professor Futura und Laura, die bleiben halt oben und beobachten das Ganze auf Schirmen, wie Jan und Tanja, also Jan Junior und Tanja, tauchen, um den Silbervogel und Mimo wieder zu bergen. Allerdings kriegen sie da auch schon, sie kriegen, also
oben, die bemerken, dass unten im Silbervogel jemand mit den Azarus kommuniziert. Das heißt, es ist also jemand an Bord des Silbervogels. Und das ist schon. Ah, ich fand das unheimlich spannend von der ersten bis zur letzten Minute. Es ist ein ganz tolles Hörspiel, das in der Spannungskurve genauso spannend aufgebaut ist wie das Originalhörspiel, also die Nummer 41 aus der Alpenreihe. Die war ja auch schon aufgrund der kurzen Spielzeit sehr temporeich, sehr abwechslungsreich. Man hat da ganz schnell zack, 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 zack gemacht und es war toll. Und das hier ist genauso. Das heißt, wer die alte Azarus-Folge mochte, wird hier auf jeden Fall auch auf seine Kosten kommen, obwohl die Azarus selber hier nur eine untergeordnete Rolle spielen, was ich schade finde. Sie kommen überhaupt auch erst ganz am Schluss, aber gut, wenn wir uns erinnern, es war ja auch damals so, dass die Azarus quasi gesagt haben, wir wollen mit den Oberflächenbewohnern nichts mehr zu tun haben, haben dann den Eingang verschlossen und so weiter und so fort. So, was ich jetzt hier allerdings auch ein bisschen zwiespältig betrachte, ist, dass die Anfangssituation beim Tauchen die gleiche ist wie in der Originalserie, also in der ersten, also in der alten Folge mit den Azarus. Und zwar, Jan und Laura tauchen hier und werden dann von diesem Unterwassermonster hier angegriffen. Das ist quasi genau die gleiche Situation, in der auch damals das alte Team war. Und ja gut, es macht doch Sinn, ja, wenn wir uns das Cover mal anschauen, das sieht auch genauso aus wie vor dem alten, das ich hier mal gerade über mein Gesicht drüber blende, damit ihr das mal zum Vergleich seht. Nur der alte Jan war nackt. Das kann man heute natürlich nicht mehr machen, ne? Der alte Jan, der konnte sich das leisten und der neue, obwohl doch, der ist ja auch ein sportlicher Student, nehme ich mal an. Ne? Der alte war ein sportlicher Student und das hier ist der Sohn eines sportlichen Studenten. Aber alles in allem fand ich die Folge halt sehr, sehr gut. Die Bösewichte sind in dem Fall allerdings nicht Leute, die bei den Azarus leben, sondern jemand anderes. Und ihr ahnt auch schon, wer das ist, wenn wir uns hier mal umgucken. Es sind Zweisteins Erben. Ja, habe ich schon gedacht, dass wir von denen noch was hören werden. Es wird auch schon angeteasert, wie es mit Zweisteins Erben weitergeht. Und hier werden auch schon viele, viele Geheimnisse angerissen, die in den letzten Episoden kurz angeteasert wurden. Das heißt, wir haben hier schon eine tolle Folge, die nicht wirklich in sich geschlossen ist, leider. Also wir kriegen zwar eine Missionsfolge, weil die haben ja quasi die Mission mit dem Silbervogel und Mimo. Und diese Mission wird auch mehr oder weniger abgeschlossen. Ich sage jetzt nicht, ob zum Guten oder zum Schlechten, aber sie wird halt abgeschlossen. Trotzdem endet die Folge mit einem Cliffhanger zu der nächsten Folge, die, ja, leider, es steht noch in den Sternen, wann die kommt. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich hier sitzen und sagen, oh, wie geht's denn jetzt? Ist ein bisschen schade. Aber abgesehen davon, hat mir das, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Auch die Sprecher wieder ganz hervorragend. Leider haben wir hier nicht diese tollen Sprecher wie damals in dem alten. Da hatten wir viele tolle Gastsprecher. Engelbert von Nordhausen zum Beispiel war in der alten Azarus-Folge mit dabei. Den fand ich ganz großartig. Hier haben wir trotzdem auch ein paar tolle Gastsprecher, zum Beispiel den David Riedel. Ja, wer ist das denn? Den hören wir immer wieder. David Riedel, das ist der Sohn von Lutz Riedel und Marianne Groß. Ja, die Tochter spricht ja auch mit. Die spricht ja die Lara, also die Schwester von Jan. Die ist uns auch wieder dabei. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Die Schwester Lara ist wieder dabei und auch Zeno ist wieder dabei. Weil am Anfang, ich habe mich gefragt, ja, wo ist denn Zeno? Ja, Zeno wird so groß aufgebaut, dann ist er nicht mehr da. Doch hier ist er wieder da. Aber ich will auch nicht näher darauf eingehen, wie er dazukommt und was er macht. Ich will ja hier auch nicht spoilern, wenn es sich verhindern lässt, um euch nicht die Freude an dieser tollen Episode zu zerstören. Also, wir haben, wo war ich gerade? David Riedel, der spricht hier wieder mit und zwar diesmal eine andere Rolle. Er hat ja verschiedene kleine Rollen in der Serie gehabt. Und Detlef Tams ist auch wieder mit dabei. Die beiden sind halt die Bösewichte. Sag ich mal, ja. Und ansonsten auch der ganze alte Cast. So, was mir hieran auch besonders gut gefallen hat, ist, dass wir den Fokus auf den Helden haben, wie es in der alten Serie auch der Fall war. In der neuen Serie haben wir ganz oft gehabt, dass der Fokus sich verlagert und die Bösewichte beleuchtet werden oder irgendwelche Nebengeschichten zu sehr in den Vordergrund rücken. Hier folgen wir kontinuierlich Jan und Tanja.
beziehungsweise Jan Senior und dem alten Jan Tenner Team, wie die oben an der Oberfläche gucken, was unten im Wasser passiert. Und das hat mir persönlich sehr gut gefallen, weil wir dann nämlich hier mit dem Fokus auf der Hauptfigur bleiben. So, eine, wie gesagt, ganz tolle Folge. Leider vorerst die letzte, habe ich auch schon gesagt, aber es geht weiter mit dem Angriff auf die Zeitbastion. Und das ist die, ja, ich nehme mal an, das ist dann Zweisteinserben. Es deutet sich auf jeden Fall ein großer finaler Kampf an, wobei final würde ich wahrscheinlich nicht mal annehmen. Ich denke, dass wir uns mit Zweisteinserben noch lange rumschlagen müssen. Und das meine ich positiv, weil ich finde nämlich diese Gruppierung, die Zweisteinserben, finde ich eigentlich ganz cool. So, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge, empfehle die hier, wobei ihr solltet schon die vorherigen Folgen gehört haben, weil sonst kommt ihr hier schlecht rein. Das ist zwar eine Folge, die in sich geschlossen ist, aber nicht so geschlossen, dass man sie als Einzelhörspiel hören kann. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da und ihr seht, es ist schon weihnachtlich geschmückt. In der nächsten Zeit wird es etwas weihnachtlicher hier mit Batman und Kettensägen-Massaker und ihr werdet es ja sehen. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt geil und tschüss, euer Michael Speyer.